Willkommen zu unserem Tutorial über die Nummerierung von Nutzen mit der PDF-Toolbox-Funktion, Barcode und VDP-Editor. Mein Name ist Clara Wiebold und ich arbeite für den Prinect Service. Wir haben hier in Acrobat das Dokument geöffnet, das nummeriert werden soll. Es sollen 10.000 Eintrittskarten produziert werden. Die fortlaufende Seriennummer der Eintrittskarten wird hier platziert. Öffnen Sie dazu den Barcode und VDP-Editor. Wählen Sie zuerst das Register Platzhalter aus. Klicken Sie auf Neu. Erstellen Sie hier einen neuen Variablenplatzhalter mit einem aussagekräftigen Namen. Wählen Sie den Eintrag Zähler aus. Geben Sie neben Anzahl Stellen die gewünschten Stellen ein, die sichtbar sein sollen. Öffnen Sie nun das Register Text, um die Zahlen zu formatieren. Falls bereits ein Inhalt sichtbar ist, löschen Sie diesen. Wählen Sie neben Platzhalter Ihre neue Variablenmarke aus und klicken Sie auf das Pluszeichen, um sie hinzuzufügen. Definieren Sie nun Farbe und Größe der Variablenmarke. Wenn für die Seriennummer spezielle Zeichensätze erforderlich sind, können Sie lokal installierte Zeichensätze hinzufügen. Ziehen Sie nun den Variablenzähler an die ungefähre Position in der PDF-Datei. Jetzt sehen Sie eine Vorschau der ersten Seriennummer. Korrigieren Sie jetzt die genaue Position und definieren Sie im Register Position die Textausrichtung. Wechseln Sie in das Register PDF-VT und geben Sie Ihre erste und letzte Seriennummer ein. Wenn Sie auf Erzeugen klicken, wird ein PDF-VT mit variablem Inhalt erstellt. Dieses PDF-VT wird jetzt im gleichen Ordner abgespeichert, in dem sich Ihr Originaldokument befindet. Wenn Sie das nummerierte PDF in Acrobat öffnen, können Sie die fortlaufende Seriennummer sehr leicht überprüfen.